herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal XtremeRTV1 und ich bin mit dem Zauberer hier in Diablo 3 mit Paragonstufe 1 habe ich letztens den Skelettkönig gelegt und nur ein Testvideo gemacht, wie die Bildqualität aussehen wird, welche Einstellungen ich vornehmen muss und da wurde ich auch angeschrieben von Xirdu. Er hat mich gefragt, welche Fähigkeiten, also Fertigkeiten ich benutze und auch welche Runen. Hier ein kurzer Einblick. Gehen wir dazu gleich mal in das Spiel rein. Und hier sind wir auch schon. Lieber Xirdu, ich hoffe, so spricht man dich aus. Und hier sind meine Fertigkeiten und Runen, die ich benutze. Hier ist ein kurzer Einblick für dich. Natürlich gibt es bessere und die Profis nehmen bestimmt vielleicht andere her, aber für meine Einstellung zum Skelettkönig legen hat es gereicht. Auf der Monsterstufe habe ich keine ausgewählt, nur als Test mal. Und hier ist der kurze Einblick für dich. Ja, und das war's auch schon wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bye bye bis zum nächsten Mal. Nee, Schmarrn. Sollte nur ein Scherz gewesen sein. Spaß muss sein. Also, hier sind meine Fertigkeiten. Unter Primär die linke Maustaste, magisches Geschoss, der Kernzauber gelegt. Ihr schleudert ein arkanes Geschoss auf ein Ziel. Und als Rune dazu, Einstimmung. Wann immer ein magisches Geschoss ein Ziel trifft, erhaltet ihr Arkankraft. So, dann die rechte Maustaste, die Mausfertigkeiten gelegt, die Sekundär Desintegration, die kosten 18 Arkankraft und ihr kanalisiert einen Strahl aus reiner Energie, der alle Gegner durchstößt. Dazu die Rune Konvergenz, erhöht die Breite des Strahls, da kommen dann zwei Strahlen raus. Und dann geht es weiter mit den Auktionsleistenfertigkeiten unter Verteidigung die Diamanthaut auf die Taste 1 gelegt. Kostet 15 Ablinkzeit, Ablinkzeit ist 15 Sekunden, Entschuldigung. Und ihr verwandelt eure Haut in Diamant und absorbiert zeitweise sämtlichen Schaden. Und dazu die Rune Dickes Fell, erhöht die Dauer von Diamanthaut. Als Macht auf der Taste 2 gelegt Blizzard, kostet 40 Arkankraft und ihr entfesselt einen Blizzard der Gegnern, die von ihm erfasst werden, Schaden zufügt und sie verlangsamt. Dazu die Rune Harter Winter, erhöht den Wirkungsbereich von Blizzard. Und dann gehen wir auch gleich rüber zur Taste 3 unter Beschwörung, habe ich die magische Waffe gewählt, kostet 25 Arkankraft, erfüllt eure Waffe mit magischer Energie und erhöht so ihre Effektivität. Dazu die Blutrune genommen, ausgewählt, gewinnt Leben, wenn ihr Gegnern Schaden zufügt. Und als letztes unter Beherrschung Taste 4 gelegt, Archon. Kostet 25 Arkankraft, Ablinkzeit 120 Sekunden. Und ihr verwandelt euch 15 Sekunden lang in ein Wesen aus reiner Energie und erhaltet neue mächtige Fertigkeiten. Dazu die Rune Pure Macht, reduziert die Ablinkzeit von Archon. Ja, das waren die Auktionsleistenfertigkeiten und so kommen wir zu den letzten und passiven Fertigkeiten, wie ich sie gelegt habe. Nummer 1, die Hervorrufung. Die reduziert alle Ablinkzeiten nochmal um 15%. Und auf 2 gelegt habe ich Verschwimmen. Reduziert den erlittenen Nahkampfschaden um 20%. Dann zu guter Letzt und auf der dritten Astrale Präsenz erhöht die maximale Arkankraft um 20 und die Arkankraftregeneration um 2 pro Sekunde. Ja, lieber Xirdu, so habe ich meine Fertigkeiten, meinen Skill und meine Runen gelegt. Ich hoffe, es hilft dir ein wenig. Es gibt natürlich noch bessere. Und ich hoffe, du hast damit viel Glück und Spaß dabei.
wünsche dir nun viel Glück beim Droppen, dass du sämtliche gute Items farmen wirst und weiterhin viel Spaß und gute Unterhaltung hier im Spiel Diablo 3. Das war's. Danke fürs Abonnieren übrigens noch. Hat mich gefreut. Ich freue mich immer über Abonnenten und so weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn du wieder Fragen hast, kannst du gerne Fragen stellen. Ich helfe gerne, soweit ich es kann, soweit es mir soweit es mir möglich ist. Und somit verabschiede ich mich mit diesem kleinen Infovideo an dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.